Was aber nicht kurz kommt, ist Bowser's Fury! Bum, bum. Cool. Mit seinem Controller anschalten. Das sieht ja cool aus da unten. Ich hätte fast zum PlayStation-Controller gegriffen. Ja. Aber der hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Nein. So, beim letzten Mal haben wir schon mal so ein bisschen in Bowser's Fury reingeguckt. Und haben so, ich glaube, den ersten Abschnitt schon mal komplett abgeschlossen. Und sollten nun mit Plessy in den nächsten Abschnitt gehen. Ja. Gut, ich bin eh eher überflüssig, aber... Nee, ich finde, du hilfst echt gut mit. Teilweise cheesen wir damit wieder Stuff, wenn du einfach irgendwo hinfliegst. Das schon, aber ich kann halt nicht viel mehr anderes machen. Ich kann meinen Pinsel schwingen und fliegen. Ja, das ist auch ganz cool. Da bist du einfach trotzdem mit dabei. Ich meine, ich muss mich nicht wirklich anstrengen, weil ich auch nicht sterben kann. Das ist auch mal ganz nett. So. Moment, ich glaube, ich muss dich erst anschalten. Ah ja. Jo. Yay. So. Wir spielen nun Super Mario Odyssey World. Ja. So, hier waren wir soweit fertig in den Bereichen. Und haben auch so ein paar extra Stuffs gemacht. Der Schmusekatzensee ist ja super. Ich glaube, da kamen wir jetzt irgendwie noch nicht zurück, aber alles haben wir da jetzt eigentlich auch nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach mit Plessy nicht in diese Richtung. Wir können ja auch später noch Lücken füllen. Ah, da hinten müssen wir hin. Okay, dann doch auch mit Plessy drauf. Kannst du auch mit drauf? Nicht. Achso, du fliegst automatisch mit. Ja. So. Dann wollen wir mal. Auf die Musik ist ja super. Ich finde, diese ganze Welt ist einfach wie so ein großer extra Spielplatz. Oh, Schnee. Oh. Schick. Nice. Die ganzen Katzenbombas hier. Ah, guck mal, da oben kannst du was malen. Moment. Was war das jetzt? Ein Blatt. Ah. Da vorne könnten wir auch was machen. Gut, hier gab es ja auch noch Plessy. Na gut, kann auch so hinfliegen. Hi Plessy. Warte mal, bleib mal da so stehen, dass du gucken kannst. Wo bin ich denn? Was hast du vor? Ach, da oben ist so ein Power-Up-Block einfach nur. Ich dachte, wenn da oben vielleicht einfach was ist, könnte ich es einfach holen, aber... Ich muss ja gucken, ob ich cheesen kann. Ich habe ja am besten gelernt. Ah. Und dann kannst du dir hier ein Power-Up holen. Okay. Kann ich sogar drüber leben? Nein. Jetzt war ganz Geld verloren. 9 Münzen. Aber okay, wir wissen jetzt, da ist einfach nur ein Power-Up. Also unnötig, da nochmal hinzugehen. Ja. Dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Ich kann die Gummas nicht töten, wenn ich sie nicht sehe. Achso, ich dachte, du bist nach vorne gelaufen, das war Plessy, das da hinten angezeigt wurde. Die armen Gumbas! Oh, guck mal, das ist ein Schalter. Es ist nicht gut, im Eiswasser zu schwimmen. Ich fühle mich ausgeschlossen. Der Goomba Fight Club. Ja, nur schade, dass sie gegen meinen Pinsel keine Chance haben. Ach da! Der hat sich gut versteckt. Plupp. Kampf in der Grotte. Das war witzig. Ja. Und immer auch schön Ausschau halten nach den Wutblöcken. Ja. Falls Bowser gleich wieder unten mich dreht. Aber gut, hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Also weiter in die Richtung. Hallo. Alle, die noch kommen. Was haben wir da hinten? Was ist hier? Ah, ist... Ja. Oh, was? Schick aus. Ja. Gibt da noch was? Nein.
Das ist oben drauf. Ach, da waren wir eben, ne? Ja. Oder? Doch, mit dem Bombenblock und so. Ja, doch. Dann ab nach oben. Da ist zumindest irgendwie eine Kanone oder so. Oh, das geht doch ganz schön hoch hinaus. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Musik und Schlittschuh. Hier wird einfach die Kumbas umfahren. Ja, kann ich. Alternativ kannst du sie auch einfach alle weghauen. Oh, verdammt. Hab's eingesammelt. Soll ich auch mit in das Ding einsteigen? Nee, ne? Nö, aber ich kann hier drüber fliegen. Ja, gut. Wow. Einfach alles ist kapsifiziert. Oh mein Gott. Hilfe! Ja, weiß ich. Ich hab schon mitgenommen. Hinter und... Können wir gleich gucken. Okay. Nice! Direkt schon alle 5 bekommen. Ich finde es aber auch schön, dass auch die Minimissionen immer Namen haben. Mhm. Ist halt wie auch in Odyssey einfach. Da hast du auch für jede Minimission einen Namen gehabt. Oh. Ich habe halt immer nur so ein bisschen Odyssey bei dir gesehen. Mhm. Das ist schon eine Weile her. Und zack. Eigentlich die wir zuerst holen sollten. Okay, so. Dann schauen wir uns das mal da hinten noch ein bisschen um. Ja. Beziehungsweise eigentlich können wir die Mission, nachdem wir dann nochmal reinlaufen in das Gebiet. Oh, guck mal. Von der Seite einfach. Oh, hallo Bowser. Wobei, wir können ja gegen ihn kämpfen. Wir haben ja jetzt hier die Giga-Glocke wieder aktiviert. Ja, stimmt. Dann laufen wir schnell mal eben zurück. Oh, komm mal hoch. Ah, okay, wir werden nur noch mehr davon. Dann weiter zurück. Oh, ich habe Geld gefunden. Das ist immer gut. Hier noch. Mal die extra Glocke. Das sind von Bowser gemacht, ne? Die extra Dinge. Oh, hi! Es geht. Guck mal, ob ich nebenbei noch ein bisschen gucken kann, ob hier noch was ist. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Blöcke. Ja. Die Sache ist, ich habe immer gesagt, oder anders aus, also Jen hat immer gemeint, Odyssey könnte eigentlich was für mich sein, weil es recht offen ist, recht angenehm. Wenn du nicht gerade 100% machst, kannst du dir aussuchen, was du machen möchtest. Ja. Also, dass es eigentlich jetzt nicht leicht ist, aber wahrscheinlich schon eher was für mich ist. Aber nachdem ich ja doch mit Galaxy mich nicht auf allen Ebenen so gut anfreunden konnte, mit Sunshine auch nicht, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich meine, wenn ich es nicht alleine spielen muss, so wie das Spiel hier, okay. Aber ich glaube, Odyssey zu zweit ist dann auch eher schwierig. Schon. Deswegen. Achso, der geht irgendwann von alleine einfach wieder. Okay. Also ich könnte es mir schon vorstellen. Aber ich bin jetzt so ein bisschen skeptisch. Ich meine, ich mochte Galaxy insgesamt schon. Das ist ein gutes Spiel. Das war nur nicht hundertprozentig meins. Und ich habe mich manchmal ein bisschen trottelig angestellt. Aber ich bin trotzdem gut durchgekommen, ne? Aber... Weiß nicht. Vielleicht, wenn wir das hier durch haben. Wo war jetzt eigentlich die Glocke? Weiß nicht. Ist ja so ein bisschen ähnlich wie Odyssey. Vielleicht kann ich dann da nochmal so ein bisschen mir überlegen, ob das was wäre. Mhm. Ich habe die jetzt spontan nicht gesehen. Ich habe mit meinem Monolog in meinen Monolog vertieft. Da hinten wäre die erst gewesen. Na gut. Dann gehen wir erstmal nochmal hoch und holen uns hier noch die restlichen Sachen. Aber wieso wäre Odyssey so das, in Anführungszeichen, perfekte 3D-Mario für mich? Was ist daran, also, ne? Du hast halt viele kleine Missionen in einer riesigen Welt, die du schön erkunden musst. Du wirst nicht ständig aus dem Level rausgeworfen, wenn du was holst. Also kannst wirklich einfach drinbleiben und alles komplett durcherkunden. Es gibt keine Leben, also wenn du drunter fliegst, fällst du einfach bei dem letzten Savepoint wieder an. Ja, gut.
So, dann wollen wir uns ein paar blaue Münzen, würde ich sagen. Oh no! Ich dachte, du holst da hinten. Ich hab's versucht. So. Ah, verdammt. Oh, ne, ich sehe mich da natürlich auch nicht mehr. Mhm. Oh. Und nochmal von vorne. Ich meine, gerade wenn so ein Spiel vielleicht nicht so extrem viel Platforming hat und eine nette Kamera, ist das natürlich schon mal ein großer Pluspunkt. Und es muss aber auch so kreativ sein wie Galaxy, weil das fand ich ja super toll. Ja, ich glaube, an Kreativität mangelt es da sicher nicht. Probieren wir das nochmal. Das ist schon ein bisschen schwerer jetzt. Sollte ich die Flieger mitnehmen? So, dann einmal da außen rum. Oh no! Das Problem ist halt, ich muss immer warten, bis ich abgesunken bin. Ja. Ich glaube, ich kann dir da nicht so gut helfen, wie du gerne hättest. Mhm. Ach, passt trotzdem. Nice. Also ich werde Odyssey mal im Hinterkopf behalten. Also ich könnte es dir echt wärmstens empfehlen. Aber würdest du es nicht auch nochmal irgendwann spielen? Entweder selber oder bei dir gucken. So, und im Idealfall schießt du uns das jetzt einfach wieder zurück. Wenn ich Odyssey streame, ob dann Odyssey 2 angekündigt wird? Ja. Oh Moment, wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal hier wieder den Bereich verlassen, sonst kann das nicht nachspawnen. Da unten. Wie kommen wir zu dieser fliegenden Insel? Können wir uns ja gleich mal anschauen. Wunderschön gelandet, Mario. Und wieder hoch. Ja, das sind schon die nächsten. Da suchen wir jetzt mal einen Schlüssel. Ha! Okay. Bleiben Sie hier! Oh no, Bowser! Wir hatten doch gerade erst unser Vergnügen. Okay, Moment. Das geht. Was möchtest du tun? Hinten zur Katzenglocke fahren, um gegen Bowser zu kämpfen, weil ich glaube, solange ich den nicht besiege, wird er noch ein bisschen länger hier bleiben. Okay. Dementsprechend versuche ich mal eben so schnell wie möglich da rüber zu fahren. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Gut. So. Ich habe das Geld. Gut. Ich habe die Katzenglocke. Bowser ist schon hartnäckig. Eine Frage ist halt, bist du einem neuen 3D-Mario? Ja, neues Zelda kommt, beziehungsweise ein geremakedes, neues Splatoon, neues Pokémon, beziehungsweise geremaked. Wir haben Paper Mario gekriegt. Was ist eigentlich mit Mario und Luigi? Ist die Reihe irgendwie tot, oder? Ich glaube, seit Paper Jam Bros. Schon irgendwie, oder? Ach, das war das Neueste. Ich dachte Dream Team. Ich meine Paper Jam. Weil Dream Team war ja für den 3DS. Und allgesehen dachte ich mir, ne, eigentlich. Ich frage mich, ob mir Paper Jam gefallen würde, weil ich mag ja Paper Mario. Hm. Weiß nicht. Wobei ich glaube, das wird irgendwie immer als nicht ganz so gelungen abgestempelt. Springen Sie doch nicht weg! Ich will fighten! Er schießt seinen Hyperbeam los. Ich bin nicht ausgewichen. Die Musik. Ja. Aber jetzt, wo ich mal genauer hinhöre, ich glaube, schon im letzten Stream schon mal irgendwo. Es hat schon so ein bisschen. Ich warte die ganze Zeit nur darauf im Hintergrund, dass einer kommt. Sephiroth! Also schon. Na!
Da, 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 da. Mario! Hilfe. Was? Was? Gerade wenn der Chor so einsetzt. Nice. So, und wieder einmal einen Bowser weggeklatscht. Haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Zumindest so lange, bis wir die Wutblöcke brauchen. Ja. In Before die nächste Mission. Das war schon cool. Das Plessy-Icon. Oh, Kirt, danke für deine 20-Euro-Spende. Super geil von dir. Oh, sieht schick aus. Ja. Da kommt was aus dem Wasser. Neues Gebiet wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich ist es quasi der Weg ins neue Gebiet. Ich sehe da hinten auch... Ui. Kann euch endlich wieder Geld schenken. Also hier habt ihr mein Geld. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, er hat noch mehr zu sagen. Ach, Menno, und ich dachte, er würde sich dieses Mal endlich zurückverwandeln. Ich meine natürlich, war ja klar, dass er sich nicht zurückverwandelt. Schließlich wehrt niemand einen Angriff von Mario so mühelos ab wie mein Papa. Komm, wir müssen irgendwie in diesen Wasserfall hinaufklettern und noch mehr Katzeninsignien finden. Ja, und damit haben wir die gesamte Karte aufgedeckt. Okay. Aber erstmal wieder zurück. Guck mal, da oben ist so eine Wolke. Ja. Gehen wir da jetzt erstmal hin, wenn ich es eh gerade hier sehe. Und hoch. Zack. Und hier hoch. Und hier hoch. Wo werde ich jetzt hingeschossen? Lass dich mal machen. Sie müssen? Wahrscheinlich. Gucken wir das nochmal. Mhm. Wenn ein Katzenblock hier auf dem Boden lag. Ich glaube, ich komme da tempomäßig nicht hinterher. Kann ich den aufgeben? Aber du kannst ein paar mithauen, ja. Das ist gut. Oh. Nice. Rasende Rauferei in den Wolken. Das ist witzig. Ja. Diddle 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 diddle. Okay. Dann starten wir uns Plessy und... jetzt muss ich mich kurz orientieren. Da war nichts. Das ist ein riesiges Plessy-Tor gewesen. Oh, ich habe eine Katze gefunden. Moment. Wo ist die Mami? Da. Nein! Hier, I found the kitty. 3. Pass mal besser auf deine Kinder auf. Moment. Wir müssen Katze erstmal glücklich machen. Ja, das ist wichtig. Warum hat mein Handy plötzlich vibriert? Weiß nicht. Mutter hat mich angeschrieben. Finde meine Katzen. Guck mal, da vorne werden nochmal Wutblöcke. Ob die dahinter bzw. da drin sind? Ist noch was? Nee. Okay, also mehr haben wir wohl erstmal nicht. Ja. Das bis nach ganz oben? Nein. Was denn? Ich habe meiner Mutter vor 2 Stunden den Plan geschickt, wie unsere Küche aussehen soll. Mhm. Sie dann so, ach ja, schön. Und jetzt 2 Stunden später schreibt sie mir random, wo die Spülmaschine ist. Okay. Oh.
Was ist das dafür eigentlich, eine einsame Insel? Da ist einfach nur Geld. Also Geld ist natürlich immer gut, aber... Hier ist einfach nur eine Insel mit Geld. Finde ich gut. Ich liebe Inseln mit Geld. Das ist keine Insel mit zwei Bergen, das ist eine Insel mit zwei Münzen oder so. Und ein paar mehr. Ja. So. Dieses Geräusch so super, wenn du dich auf Plessy drauf schwingst. Ja. Wie so ein Hüpfsack. Ja. Hattet ihr früher auch diese Hüpfbälle, auf die man sich draufsetzen konnte zu Hause? Da kann man nirgendwo sich drauf cheaten. Ja. Das sind eigentlich so Gymnastikbälle oder so, ja, glaube ich, hieß in dir, ne? Ich fand das immer super lustig, einfach auf dem drauf zu sitzen. Ja. Ich glaube, meine Oma hat da so einen. Ne? Kannst du bitte aufhören, hier alles abzuholzen? So. Der Schlüssel. Ich meine, wir wissen, wo er ist. Mitnehmen. Ist irgendwo noch ein Schlittschuh liegen? Nee, ich habe den Goomba getötet. Hm. Na gut. Dann laufen wir halt. Also, du kannst hier einfach da oben lang. Ich gucke halt so ein bisschen halt auch schon nach dieser Insel, wie man da hinkommt. Was? Wollte nicht. Das kommt eigentlich auch ganz gut so mit dem Block. Der Schlüssel muss ja auch wieder zurück, ne? Mhm. Und der darf nicht ins Wasser. Ja. Ganz wichtig. Ach, guck mal, dann verliere ich den. Wobei, Moment, man kann damit zurück. Hier ist doch an der Seite dieser Gang gewesen. Irgendwo. Ja, stimmt. Wo wir rüber zurückgegangen sind. Da. Kann sein, dass er wirklich genau dafür einfach da ist und den du da erst finden musst. Oh, nice. Das ist gerade richtig praktisch, dass du mir die Gegner weghauen kannst. Ja. Und plötzlich da unten auch immer so: Ich bin allzeit bereit. Solltest du jemals runterfallen? I got you. Aber nicht deinen Schlüssel. Nee, nee, den nicht. So, zack. Nein, ich bin stecken geblieben. Das ist cool, dieser Weg, der einfach hier überall aufgebaut ist. Jetzt wissen wir auch, wofür der da ist. Ja. Auch mal vorausgehen und den Weg frei machen. Ja. Hier wieder hoch. Moment. Dann hier hoch. Das ist cool, so diesen ganzen Weg nochmal zu backtracken damit. Ja. Das stört mich noch nicht einmal wirklich. Oh. Zack. Und Katzeninsignie befreit. Noch eine wahrscheinlich. Oder die hat nur vier. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wo uns noch welche fehlen gegebenenfalls. Also auf der Karte sind die da zumindest als fertig abgehakt. Wenn da ein Haken drin ist, denke ich mal. Oh. So, das heißt einmal erstmal wieder runter. Und wieder hoch für die letzte. Zerstöre die Wutblöcke. Okay. Hm. Dann nehme ich mal so einen Block mal mit und guck mal, ob ich da irgendwie nah genug links dran komme. Was möchtest du jetzt genau? Die fliegende Insel. Okay. Ob man da dran kommt. Beziehungsweise ich da geschlagen. Das mag sein. Das sieht so dumm aus.
Boss rankommt. Oh, ah, ja stimmt, das macht ja Schaden. Was ist mit der Röhre eigentlich? Schießt einen nur zurück zum Anfang.